geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel und zu einem neuen Video. Ihr seht schon, ich stehe hier wieder im Badezimmer, meine Haare sind nass, es schreit förmlich nach einem Styling-Video. Meine Haare sind schon halbwegs gestylt, ich habe mir schon eine Creme reingehauen. Und wie ihr natürlich schon aus allen anderen Styling-Videos wisst, folgt bei mir nach der Creme entweder ein Gel oder ein Schaumfestiger. Und das ist auch der Punkt, warum ich mich so sehr auf dieses Video heute freue. Ich werde nämlich heute ein neues Gel ausprobieren, was angeblich richtig starke Konkurrenz für mein aktuelles Lieblingsgel sein soll. Wenn ihr mich und meinen Channel kennt, dann wisst ihr, welches mein aktuelles Lieblingsgel ist, nämlich das L'Oréal Paris Spurenlos FX Styling Gel. Und ich habe es schon in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder gesehen und auch schon die Nachfrage bekommen, ob ich nicht mal dieses neue Gel ausprobieren kann, weil es nicht nur einerseits safe ist, also auch für die Curly Girl Methode geeignet ist, sondern auch angeblich besser sein soll als das Spurenlos FX Styling Gel. Und ich würde sagen, ich zeige euch das auch einfach mal direkt. Und zwar dreht sich hier heute in diesem Video alles rund um den Gatsby Superkleber. Hier steht schon vorne direkt drauf, dass es ein ultra krasses Styling-Gel sein soll. Es ist für vertikale Styles geeignet, soll der Schwerkraft trotzen, soll nicht verkleben und richtig schön Halt bieten. Und hinten wird auch nochmal kurz darauf eingegangen, dass man halt richtig gut nach oben stylen kann. Also dass man sich zum Beispiel Irokesen richtig gut damit stylen kann. Es soll einen richtig guten Halt bieten. Und dann ist hier noch so ein kleiner Hinweis. Da steht nämlich, dass man sich Zeit lassen kann, denn der Halteffekt tritt erst nach dem Styling ein. Also ich muss sagen, auf diesem Gel steht nicht allzu viel drauf. Auf anderen Gelen zum Beispiel steht ja noch irgendwie, hinterlässt keine Rückstände oder sonst irgendwas. Hier wird auf jeden Fall in den Fokus gerückt, dass es eben für vertikale Styles geeignet sein soll, dass man seine Haare richtig nach oben stylen kann. Und das funktioniert ja wirklich nur, wenn du einen richtig, richtig guten Halt hast. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon öfter mal gehört, dass mit diesem Gel ein richtig, richtig heftiger Cast erzeugt werden soll, der sogar auch schwer ist rauszukneten. Darauf werden wir also nachher, wenn meine Haare getrocknet sind, nochmal ganz genau drauf achten. Ich werde auf jeden Fall dieses Gel genauso einarbeiten, wie ich das mit meinen allen anderen Gelen mache. Ich werde auch hier genau die gleiche Menge nehmen, wie ich das bei allen anderen Gelen mache. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Konsistenz angeht. Ich habe das hier auch noch nicht geöffnet, von daher bin ich sehr gespannt, was Konsistenz und Duft angeht. Aber natürlich auch, was das Ergebnis angeht. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu meinen Haaren, wie sie jetzt gerade aktuell sind. Ich habe meine Haare vorhin ganz frisch gewaschen. Ich habe nichts in den Haaren drin gehabt, also kein Öl, keinen restlichen Leave-In-Conditioner, keinen Conditioner, irgendwas, keine Haarmaske und habe meine Haare wirklich komplett ausgespült. Das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ist eine meiner Lieblingscremes einzuarbeiten. Gerade in den Frühlings- und Sommermonaten ist das eins meiner absoluten Favorites. Und zwar ist das von Giovanni, der Direct Leave-In Conditioner. Ist super leicht von der Textur, hat einen ganz frischen Geruch, aber auch nicht zu penetrant, also ist wirklich sehr leicht. Beschwert die Haare neu, versorgt sie mit 1A Feuchtigkeit, also das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsprodukte und das auch schon seit längerem. Falls ihr dieses Produkt noch gar nicht kennt und mehr darüber erfahren möchtet, verlinke ich euch den Produkttest hier oben und auch unter dem Video hier in der Videobeschreibung. Könnt ihr da einfach draufklicken und dann seht ihr das Video, in dem ich diesen Direct Leave-In Conditioner mit dem Gel von Giovanni, das LA Whole Styling Gel, ausprobiert habe und zeige euch dann natürlich auch wieder die Anwendung und das Ergebnis. Diese Creme habe ich auf jeden Fall wieder in meinen gewohnten 3 Partien in meine Haare eingearbeitet, habe heute wieder keine Demon Brush benutzt, ich habe es wieder einfach nur mit meinen Händen gemacht und habe die Haare hier rund um mein Gesicht rum wieder mit Fingercurling bearbeitet, weil ich ja, wie ihr wisst, hier überall so Mini-Strähnchen habe, die auch richtig schön kurz sind. Das sind so meine Babylöckchen und wenn meine Haare trocken sind, sieht das hier immer alles gerne mal so ein bisschen frizzy aus. Deswegen wende ich hier ums Gesicht rum immer noch mal ein bisschen Fingercurling an. Genau! Und jetzt, nachdem ich die Creme eingearbeitet habe, folgt eben ein Gel. Weil ich aber natürlich jetzt auch schon wieder hier ein bisschen gelabert habe und meine Haare währenddessen schön am Trocknen waren, werde ich die jetzt erstmal wieder mit meiner Sprühflasche einfach ansprühen. Ich habe hier einfach nur Wasser drin, nichts anderes irgendwie, also ist wirklich einfach nur Leitungswasser. Und damit sprühe ich jetzt nochmal ein bisschen auf meine Haare, bis ich wieder so ganz leicht das Squish-Geräusch drin habe. Das Squish-Geräusch ist ja bei mir beim Styling wirklich essentiell. Gerade wenn ich meine Creme einarbeite, habe ich das immer in den Haaren. Wenn ich das Gel einarbeite, dann ist das quasi noch so der Rest vom Squish-Geräusch. Also normalerweise, wenn ich das Gel direkt im Anschluss nach der Creme einarbeite, dann sprühe ich meine Haare nicht nochmal an. Weil jetzt aber schon wieder ein paar Minütchen vergangen sind, mache ich das jetzt einfach nur nochmal ganz grob. Das soll halt einfach nur dazu dienen, dass das Gel sich schön mit der Feuchtigkeit verbinden kann und die Haare bzw. die Bündelung
richtig schön ummanteln kann. Ich habe nämlich bei mir gemerkt, wenn ich das nicht mache, wenn meine Haare schon zu trocken sind und ich dann ein Gel oder ein Schaumfestiger einarbeite, dann habe ich das ganz oft, dass das Gel sich einfach nur auf die Haare legt, dann irgendwie noch ein bisschen schmierig aussieht und die Haare letztendlich dann auch noch beschwert. Also deswegen achte ich immer darauf, dass meine Haare wirklich feucht genug sind, damit ich das einarbeiten kann, damit sich das mit der Feuchtigkeit verbindet. So, und das reicht auch schon. Und jetzt wollen wir uns mal hier diesen Superkleber angucken. So sieht's aus. Im Prinzip genauso wie der Spurenlos FX Styling Gel, ist auch wieder etwas flüssiger, läuft meine Hand auf jeden Fall runter. Es ist jetzt nicht so, als wäre da absolut gar keine Bewegung. Es ist durchsichtig, ist nicht unbedingt super dick. Ist natürlich eins der etwas dickeren Gele, aber ich habe auf jeden Fall schon dickere Gele gehabt. Zum Beispiel das von Tuft. Riecht auf jeden Fall angenehm, ist nicht zu penetrant. Es gibt ja Gele, bei denen man echt so denkt, boah, nee, will ich überhaupt nicht in meinen Haaren haben. Aber das riecht tatsächlich ziemlich angenehm. Ich glaube, das ist sogar ein Gel, bei dem der Duft nachher verfliegt, wenn die Haare trocken sind. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde jetzt erstmal mit dieser Menge anfangen. Lässt sich auf jeden Fall gut in den Händen verteilen. Klebt auch schon gut. So, und jetzt arbeite ich das ein, wie ich das immer mache. Das heißt, ich gehe jetzt einfach erstmal so ganz leicht über die Haare, damit sich das Gel richtig schön auf die Locken legen kann und sie quasi ummantelt. Das war auf jeden Fall zu wenig. Ich nehme jetzt nochmal die gleiche Menge. Dann gehe ich nochmal so ein bisschen über die Haarspitzen rüber. Wenn ihr euch fragt, warum ich das mache, verweise ich auf das Video von letzter Woche. Da zeige ich euch so ein paar Techniken, wie man Gel einarbeiten kann, um eben noch mehr Halt zu erzeugen oder noch mehr Volumen. Da habe ich eben auch das hier gemacht, dass ich einfach nochmal über die Haarspitzen rüber gehe. So, und dann fange ich an, das zu scrunchen. Ganz vorsichtig und ganz langsam, damit ich nicht irgendwie Frizz kreiere, weil ich doch schon merke, dass meine Hände auf jeden Fall klebrig sind und ich ungern irgendwie jetzt Bündelung auseinanderreißen will und mir damit irgendwie unnötig viel Frizz selbst verschafft. Deswegen nur ganz langsam, auch nicht zu oft. Der Seite auch nochmal. So, jetzt kann man nochmal gucken, ob hier eventuell irgendwo so ein paar Strähnen sind, die jetzt doch frizzy geworden sind. Da kann man jetzt einfach nochmal ein bisschen Fingercurling anwenden, damit man eben noch ein bisschen mehr Definition reinkriegt und das nicht dann irgendwie frizzy trocknet. Aber das ging eigentlich ganz gut. So, dann wird es jetzt Zeit für mein Seidentuch. Das benutze ich ja auch immer, wenn ich meine Haare jetzt trocknen lasse. Das binde ich mir jetzt einfach hier um meinen Hals, damit eben die Haare darauf so ein bisschen rumrutschen können, weil vielleicht seht ihr es schon, es hat eine etwas glättere Oberfläche und da bleiben die Haare eben weniger dran hängen, als wenn ich sie einfach nur auf meinem Pullover liegen lassen würde. Deswegen binde ich mich hier immer mein Superman Cape um und jetzt geht's auch schon an den Trocknungsprozess. Also bisher bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Meine Locken kommen auf jeden Fall jetzt schon gut durch. Ich konnte meine Locken easy damit überziehen, war jetzt nicht irgendwie problematisch, das einzuarbeiten. Was mir schon direkt aufgefallen ist, ist, dass meine Hände auf jeden Fall schon irgendwie geklebt haben. Deswegen war ich beim Scrunchen dann auch dementsprechend sehr, sehr vorsichtig, um eben die Bündelung nicht noch weiter auseinanderzureißen und da irgendwie Frizz zu schaffen. Was den Geruch angeht, ich rieche jetzt momentan tatsächlich gar nichts. Das Einzige, was ich jetzt gerade rieche, ist immer noch von Giovanni der Direct Leave-In Conditioner. Also vielleicht verfliegt der Duft auch jetzt schon, während man das in die Haare einarbeitet oder so. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was den Cast nachher angeht und ob meine Haare irgendwie verklebt sind oder so. Ich werde meine Haare jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Luft trocknen lassen, um den Cast eben setten zu lassen. Ich werde sie ungefähr so lange Luft trocknen lassen, bis sie ungefähr zu 80-90% getrocknet sind. Und dann gucken wir uns mal an, ob sich eben ein Cast gebildet hat. Und wenn ja, wie stark der auch ist. Und anschließend werde ich dann mit dem Diffuser einfach noch die restliche Feuchtigkeit rausdiffusen. Und dann gucken wir uns mal an, ob es wirklich so schwer ist, diesen Cast aus den Haaren rauszukneten. Aber soweit erstmal. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. So, da bin ich wieder. Meine Haare sind jetzt ungefähr zu 80... Ja, ich bleib mal so bei 80%. Meine Haare sind zu 80% getrocknet. Ich merke auf jeden Fall, dass hier überall noch so ein bisschen Feuchtigkeit da ist. Aber vielleicht seht ihr es schon, meine Haare sehen immer noch richtig nass aus. Es hat sich ein richtig, richtig schöner Cast gebildet. Man merkt das auf jeden Fall hier, wenn ich die Haare so nach oben stricke, sie bleiben auf jeden Fall stehen. Es hat sich überall ein richtig schön knuspriger Cast entwickelt. Auch bei den längeren Strähnen hier merke ich auf jeden Fall, dass sie alle richtig schön ummantelt sind und dass sich da ein richtig schöner Cast bildet.
Ich glaube, wenn ich meine Haare einfach nur komplett Luft trocknen lassen würde, würde sich das alles genauso anfühlen, wie es sich hier so um mein Gesicht rum anfühlt. Das Ding ist ja natürlich, dass ich hier so etwas feinere und auch kürzere Strähnen habe. Das trocknet natürlich alles sehr viel schneller als die längeren Strähnen. Aber ich muss echt sagen, dass ich von dem Cast schwer beeindruckt bin. Also, ich würde tatsächlich jetzt schon sagen, dass der stärker ist als bei dem Spurlos FX Styling Gel. Hier sieht man das vielleicht auch schon. Das hat sich auch hier, das ist eine von den etwas längeren Strähnen, hat sich auch ein richtig schöner Cast gebildet. Also, das steht hier wirklich alles richtig schön ab. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Definition sich auf jeden Fall halten konnte. Also, man sieht hier auf jeden Fall, dass die Bündelungen alle schön beieinander geblieben sind. Auch hier bei den längeren Strähnen, das ist alles schön beieinander geblieben. Sieht halt wirklich genauso aus wie vorhin, als ich gesagt habe, so, ich lasse meine Haare jetzt mal Luft trocknen. Ich werde jetzt meine Haare auf jeden Fall erstmal komplett trocken diffusen. Dafür werde ich jetzt einfach wieder meinen Föhn benutzen mit meinem Diffuseraufsatz und werde meine Haare so lange diffusen, bis sie eben komplett trocken sind. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal der Plan, also diffusen. Danach werde ich den Cast rauskneten, aber ich denke, das mache ich heute mal mit euch zusammen. Ich bin nämlich wirklich sehr gespannt, wie hart der hier noch wird, bis meine Haare komplett trocken sind. Von daher machen wir das Cast rauskneten heute einfach mal direkt zusammen. So, wie man sieht, sehen meine Haare immer noch nass aus, obwohl sie komplett getrocknet sind. Ich mache mir jetzt hier einmal kurz mein Seidentuch ab und dann geht es daran, den Cast rauszuscrunchen. Also ich muss wirklich sagen, ich bin schwer begeistert von diesem Cast. Ich bin wirklich beeindruckt. Guckt euch das mal an, wie die Haare einfach so abstehen. Also was das angeht, hat das Produkt wirklich das gehalten, was es versprochen hat. Ich merke überall, dass hier ein richtig schön starker Cast ist. Die Locken sind wirklich alle ummantelt mit Cast. Es fühlt sich und hört sich alles sehr, sehr knusprig an. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie das aussieht, wenn der Cast rausgeknetet wird. Ob das irgendwie schwer ist oder so. Und wie das Endergebnis natürlich auch aussieht. Zum Cast rauskneten mache ich das immer so, dass ich meine Haare erstmal nach vorne schmeiße und sie so alle zusammennehme, als würde ich mir einen Pferdeschwanz machen. So, jetzt habe ich hier quasi alle restlichen Haare und die ziehe ich jetzt einfach einmal lang. Dabei presse ich die so ein bisschen zusammen. Das ziehe ich einfach nur lang. Und dann merkt man auch eigentlich schon, dass hier fast alles an Cast raus ist. Und hier an der Kopfhaut mache ich das auch so, dass ich erstmal alles rausstreiche und die Locken eventuell lang ziehe. Es hat sich gezeigt, dass das für mich die beste Methode ist, um so wenig Frizz wie möglich zu schaffen. Also ich breche quasi erstmal nur den Cast, aber die Bündelung darf genauso bleiben, wie sie ist. Und weil ich relativ starke Locken habe, ziehen die sich natürlich auch direkt wieder nach oben. Also da brauche ich mir bei meinen Locken überhaupt keine Sorgen machen. Könnte natürlich sein, dass wenn man irgendwie leichtere Locken hat oder vielleicht sogar eher nur Wellen, dass man damit dann natürlich auch die Welle irgendwie ein bisschen lang zieht und die sich auch ein bisschen aushängt, aber das ist bei mir jetzt persönlich nicht der Fall. Das mache ich jetzt überall erstmal so lange, bis ich merke, dass ich überall nur noch weiche Haare fühle und sich nirgendwo irgendwie mehr irgendein Cast verbirgt. So, und wenn sich dann alles soweit weich anfühlt, fange ich an, das einfach schon mal so ein bisschen durchzuscrunchen. Dabei bin ich jetzt nicht mehr so vorsichtig und langsam, wie ich das vorhin war, als ich das Gel eingearbeitet habe. Hier geht es jetzt einfach darum, irgendwie nochmal so restlichen Cast, der sich vielleicht jetzt irgendwie noch irgendwo in den Bündelungen gefunden hat, den ich nicht erwischt habe, rauszukneten, aber gleichzeitig auch schon mal so ein bisschen Luft in die Haare zu bekommen, damit man das Volumen reinkriegt. So, das habe ich jetzt auch gemacht. Und bevor ich das jetzt irgendwie noch ausschüttel, um halt noch mehr Volumen reinzubekommen, gucke ich mir jetzt erstmal so die Bündelung an und suche mir solche Dicken raus, bei denen ich sehe, dass das irgendwie mehrere Strähnen sind. Bei der hier zum Beispiel, da sehe ich direkt, das sind mindestens zwei. Und die ziehe ich dann ganz vorsichtig auseinander. Sorgt dann natürlich auch für Volumen, gleichzeitig eventuell auch für ein bisschen Frizz. Aber wenn ich da so dicke, chunky Locken habe, dann ziehe ich die immer sehr gerne auseinander. Oder bei der hier zum Beispiel. Also, als ob ich die jetzt irgendwie so lassen würde. Man sieht hier schon, das ist 1, 2, 3, das sind 4 Strähnen. Und die könnte man theoretisch auch nochmal auseinanderziehen. So, und wenn ich damit auch soweit zufrieden bin, dann geht es jetzt nochmal ans Ausschütteln. Und dafür gehe ich jetzt mit meiner Hand direkt
in die Haare, relativ nah an den Ansatz. Und da schüttel ich das dann einfach ein bisschen. Gehe immer wieder neu rein, bleib nicht nur an einer Stelle. So, und das war's auch im Prinzip schon. Jetzt zeige ich euch das Ergebnis natürlich erstmal wieder, ohne selber was dazu zu sagen. Also, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ergebnis so schön wird. Ich finde, dass meine Locken richtig, richtig schön glänzen, was natürlich auch durch die Definition kommt. Aber ich finde, dass die Locken nicht nur ultra definiert sind, sondern halt auch durch diese Definition richtig schön glänzen und damit auch richtig schön gesund aussehen. Gerade bei den Haaren hier ist mir das sofort aufgefallen, dass das richtig schön gesund aussieht irgendwie. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so nah an das Spurnus FX Styling Gel rankommt, weil das bisher wirklich so mein Favorite Gel war, aber das ist doch schon eine Ansage, muss ich sagen. Also ich finde, dass meine Haare richtig, richtig schön aussehen. Ich bin extrem zufrieden mit dem Ergebnis. Die Definition hält sich auch bis nach hier unten in die Spitzen hinein. Klar, ich habe hier jetzt so ein paar einzelne Strähnen, die das Ganze natürlich direkt ein bisschen frizzy aussehen lassen. Aber darüber kann ich auf jeden Fall hinweggucken. Denn wenn man sich das Gesamtergebnis anschaut, dann kann man auf jeden Fall schon sagen, dass das Gel eine super Arbeit geleistet hat. Ich hatte übrigens recht, man riecht gar nichts mehr davon. Also wenn ich jetzt so an meinen Haaren rieche, rieche ich tatsächlich nur meinen Giovanni Direct Leave-In Conditioner. Also von dem Gel rieche ich da absolut gar nichts mehr von. Meine Haare fühlen sich auch übrigens sehr, sehr leicht an. Es hat also nicht beschwert, obwohl es so ein etwas dickeres Gel ist. Fühlt sich auf jeden Fall alles sehr leicht und luftig an. Ich habe einen kleinen Kritikpunkt. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich hier die ganze Zeit durch meine Haare fasse. Aber ich habe Produktrückstände an den Händen. Und es klebt tatsächlich auch ziemlich doll. Also ich denke mal, dass es nicht umsonst Superkleber heißt. Aber dafür, dass ich jetzt hier wirklich auch klebrige Hände habe, ist das natürlich ein kleines Minus. Das ist natürlich jetzt Ansichtssache, ob man jetzt sagt, okay, es heißt ja Superkleber, dann ist auch irgendwo logisch, dass es vielleicht bei Produktrückständen auch ziemlich klebt an den Händen. Andere würden eher sagen, nee, ich will eigentlich ein Gel, was überhaupt keine Produktrückstände hinterlässt. Es kann natürlich sein, dass ich auch ein bisschen zu viel genommen habe. Ich habe aber eigentlich genau die gleiche Menge genommen, wie ich das bei allen anderen Gelen auch mache. Und da habe ich teilweise einfach überhaupt keine Produktrückstände in den Händen, egal wie viel ich in meinen Haaren rumfusche. Also, das ist dann natürlich ein Punkt, den man mal einfach so erwähnt haben sollte vielleicht. Vielleicht hat man weniger Produktrückstände, wenn man noch weniger Produkt benutzt. Und vielleicht entwickelt sich dieser starke Cast auch, wenn ich weniger Produkt benutze. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Aber so vom Gefühl her und von dem, was ich hier jetzt so sehe, bin ich auf jeden Fall sehr beeindruckt davon. Ich bin positiv überrascht. Ich kann das Gel auf jeden Fall weiterempfehlen. Dafür, dass es safe ist, für die Curly Girl Methode geeignet ist, wirklich nicht viel kostet. Ich habe es übrigens bei Real gekauft. Ich gucke ja immer überall, egal wo ich einkaufen gehe, ob die da irgendwas in der Haarabteilung haben. Und ich habe es tatsächlich bei Real gefunden, um das auch mal hier kurz auf dem Produkt zu bewerten. Also, ultra krasses Styling Gel. Stimmt. Vertikale Styles habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber man hat bei dem Cast gesehen, ich konnte meine Locken wirklich schnurstracks nach oben halten. Schwerkraft trotzen, stimmt. Kein Verkleben. Ja, okay, da muss ich das auf jeden Fall nochmal ausprobieren mit weniger Produkt und dann, ne, aber so an den Haaren
verklebt es auf jeden Fall nicht. Also das ist auf jeden Fall ein großes Plus. Dann Halt, das werde ich auf jeden Fall sehen. So wie es jetzt gerade aussieht, so definiert wie meine Locken jetzt gerade sind, auf jeden Fall ein Plus, stimmt. Und hinten steht eigentlich nur nochmal das gleiche drauf, noch ein bisschen anders formuliert und ausgeschrieben. Aber das, was hier auf dem Produkt draufsteht, finde ich auf jeden Fall auch hier in meinen Haaren wieder. Die hätten ruhig noch mit reinschreiben können, dass die Haare richtig schön glänzen. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich das Produkt definitiv noch weiterhin verwenden werde. Was den Cast angeht, ist es auf jeden Fall ein richtig guter Tipp gewesen. Ihr werdet das also vielleicht nochmal in anderen Videos sehen, wenn es irgendwie um den Cast geht oder um Gele allgemein, die ich empfehlen kann. Ich bin auf jeden Fall schwer begeistert. Ich werde es definitiv weiterhin verwenden. Werde es nochmal in anderen Kombinationen oder mit anderen Techniken ausprobieren und schauen, was ich da noch so rausholen kann. Aber ja, das auf jeden Fall dazu. Mich würde natürlich auch eure Meinung interessieren. Also was sagt ihr jetzt so zu diesem Ergebnis hier? Habt ihr das Produkt selber schon mal ausprobiert? Falls ja, wie waren eure Ergebnisse? Wart ihr genauso zufrieden damit? Habt ihr gesagt, nee, ist gar nichts für mich? Kennt ihr das Produkt vielleicht auch noch gar nicht? Schreibt mir gerne alle eure Gedanken unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und falls euch das Video allgemein gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr neu auf meinem Channel seid und mich noch gar nicht kennt, hi, ich bin Aniva. Jeden Sonntag gibt es ein neues Video, unter anderem auch ganz, ganz viele neue Produkttests. Also falls ihr nichts verpassen wollt, ist der Button zum Abonnieren da unten oder hier ist ein kleines Wasserzeichen, wo ihr auch draufklicken könnt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.